hier. Hier rein? Echt? Was muss man da machen? So schlagen. Mhm. Meine Lieben, hello, hello. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich wollte heute einen Vlog starten. Wir haben nämlich ein Geburtstagskind. Deshalb backen wir heute lecker Kuchen. Beziehungsweise er hat sich Krümelmonster gewünscht. Der Liam freut sich auch schon riesig. Er liebt es zu backen. Und dazu nehme ich euch heute ein kleines bisschen mit in diesem Video. Ich drehe dann auch noch hier einen Weihnachtskalender oder Adventskalender-Video für euch ab. Weihnachtskalender, ja, genau, Heidi. Gibt's gar nicht wahrscheinlich das Wort, ne? Ihr wisst, was ich meine. Hier habe ich schon alles bereitgelegt. Und wie gesagt, ich wünsche euch jetzt aber zu dem Vlog erstmal ganz viel Spaß und schaut unbedingt dann auch bei diesem Video vorbei. Es gibt diesen Adventskalender nämlich dann auch zu gewinnen. Der kostet übrigens, oder der hat einen Warenwert von 349 Euro. Jawohl, okay, also ganz viel Spaß bei diesem Video. Ab geht's. Und für alle, die sich jetzt hier gewundert haben wegen meiner Blumen, keine Sorgen. Die sind batteriebetrieben. Sonst würde ich sie ja wohl kaum hier unter die Blumen stellen, oder? Aber wunderschön. Die habe ich zugeschickt bekommen. Da habe ich mich sehr gefreut. Tatsächlich heute Morgen. Und Lissandro hat ja Geburtstag. Also ich habe ja eigentlich vermutet, dass sie von meinem Mann sind. Aber nein. Die sind von L'Oreal. Ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Aber es hat auch nichts mit dem Geburtstag von Lissandro zu tun. Sondern die haben ein neues Produkt gelauncht. Und ja, da gab es eben einen Grund zu feiern. Und deshalb haben sie mir die Blumen geschickt. Ja, keine bezahlte Werbung. Keine Sorge. Also, jetzt machen wir mal weiter hier im Text. So, wie jeden Morgen nehme ich hier aber erstmal meine Nahrungsergänzungsmittel. Die helfen mir, vor allen Dingen was Vitamin D betrifft. Der Sommer hat ja sehr auf sich warten lassen hier in Deutschland. Kam tatsächlich auch nicht zurück. Und ja, man kann sich ein bisschen helfen. Ich zeige euch das mal eben, vielleicht auch als Tipp für euch. Also das Thema Müdigkeit habe ich mit den Produkten definitiv in den Griff bekommen. Das hier ist auch sehr, sehr cool. Da ist Vitamin C enthalten und für alle geeignet, die so wie ich eben Schwierigkeiten haben, Tabletten zu nehmen. Das ist nämlich ein Spray. Und an den Produkten hier, beziehungsweise an dieser Firma hier, gefällt mir besonders gut, dass man eben bis zum Saatgut zurückverfolgen kann, was darin enthalten ist. Da sind keine Chemikalien enthalten. Es ist vegan, ohne künstliche Aromastoffe und ohne Pestizide. Und was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist eben, dass es nur aus echten und vollwertigen Lebensmitteln hergestellt wird und eben keine synthetischen Inhaltsstoffe drin sind. Es ist übrigens auch glutenfrei und vegan, deshalb nimmt es auch mein Mann und eben für mich ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen wegen der D3-Vitamine, weil wir eben hier in Deutschland vor allen Dingen so Schwierigkeiten haben, weil die Sonne sich irgendwie nicht so wirklich zeigt. Ich habe übrigens vor einiger Zeit auf das komplette Sortiment von Garden of Life einen Rabatt erhalten. Würde ich euch einfach mal unten in die Infobox setzen. Schaut euch das sehr, sehr gerne mal an, falls euch eben auch das Thema Nahrungsergänzungsmittel interessiert. Und wie gesagt, schaut euch gerne mal das hier an. Das feiere ich absolut. Hast du den Mixer geholt, Liam? Ja. Super. Gut gemacht. Wir backen jetzt für den Lissandro. Genau, die brauchen wir auch noch, richtig. Sehr gut. Dankeschön. Und noch einen? Haben wir noch einen, Liam? Haben wir noch einen? Wir brauchen noch einen, Schatz. Gibst du mir? Danke. Super, los geht's. Der Lissandro sagt Stopp, ne? Sie schön vorsichtig machen. War okay? Wie viel noch, Lissandro? 60. Noch 60. Okay, Liam. Auf geht's. Noch mehr rein? Super machst du das. Stopp. Gut. Vanillezucker muss auch rein. Jawohl. Du musst mal deine Ärmel hintermachen, Liam, von deinem Oberteil. Na, sehr gut. Sonst kann man ja nicht anständig backen. Okay, was ist der nächste Schritt, Alessandro? Rühren. Rühren. Also gut. Möchte der Liam mal rühren? Ja. Okay. Voll. Hier rein? Echt? Was muss man da machen? So schlagen. Mhm. Warte mal, ich helfe dir. Ich helfe dir. Okay. Super. Super. Super, Liam. Ey.
Ganz toll. So klein und schon am Backen, der Lien. Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen zu viel von dem Teig rein habe. Müssen wir mal gucken. Okay, Liam, kannst du zumachen den Ofen? So, das da musst du zumachen, Schatz. Das da unten. Mach das mal zu. Richtig. Super. Ich bin ein Krümelmonster. Schaut mal. Liam, schau mal. War der Zutaten eigentlich weg? Na, wir haben die Zutaten doch schon gebraucht. Ich habe sie schon weggeräumt, richtig. Wie findest du die Muffins? Was erzählst du denn? Also sie sind richtig gut geworden. Ich hatte ja so ein bisschen Bedenken wegen der Menge. Aber ich finde die ganz gut. Jetzt müssen sie natürlich abkühlen und dann kommt das Frosting obendrauf. Jawohl. Okay, let's go. Geht nicht? Okay. Kannst auspusten, Sandra. Darfst dir was wünschen? Fackelt bitte das Haus nicht ab, danke. Okay. Max, hör auf. Okay. Meine Lieben, sorry, ich habe mich gestern gar nicht mehr bei euch gemeldet. Es war natürlich einiges los. Die Geburtstagsgäste kamen dann und wir sind dann los zu den Hüpfburgen. Der Alessandro hat sich das gewünscht. Also wir sagen immer Hüpfburgen dazu. Das ist ein Indoor-Spielplatz. So, jetzt habe ich es. Und es ist noch früh am Morgen, wie man sehen kann. Ich bin immer noch ein bisschen müde. Und hier geht es direkt weiter. Hier stehen auch noch ein paar Sachen für Liams Geburtstag, denn der steht ja auch bald an. Aber nochmal ganz kurz zurück zu Alessandros Geburtstag. Es war total schön. Wir haben dann versucht, ein Bild nachzustellen. Alessandro hat nicht mehr in seinen schwarzen Pullover gepasst, den er da anhat auf dem Bild. Den hat ihm der Gianluca geschenkt. Da hat der Alessandro sich auch total gefreut. Und die Muffins bzw. die Cupcakes, die Krümelmonster-Cupcakes, sind auch sehr, sehr gut angekommen bei den Gästen. Und ja, es war sehr spaßig auf jeden Fall im Indoor-Spielplatz. Und jetzt nehme ich euch weiter noch eine Runde mit. Ich habe einiges zu tun heute tatsächlich. Und ja, ich wünsche euch weiterhin ganz viel Spaß bei diesem Video. Sorry, wie gesagt, dass es so abrupt geendet ist. Ich wollte euch nämlich noch die Blumen hier zeigen. Richtig, richtig schön. Ich habe mich sehr darüber gefreut und hier stehen noch die Sachen vom Gewinnspiel, denn ich musste ja das Bild machen und ich habe jetzt die Kartons noch nicht runtergetragen, weil ich mir gedacht habe, ich muss sie ja dann eh für die Post fertig machen und ja, da brauche ich sie jetzt nicht hoch, runter schleppen. Die stehen halt jetzt hier eine Weile rum. Das Gewinnspiel geht nämlich bis Ende des Monats. Vielleicht wollt ihr da noch vorbeischauen. Und zwar läuft das auf Instagram. Ja, kann ich euch auch mal das Bild einblenden. Und hier habe ich ja auch ein Gewinnspiel. Und zwar geht es da um, wartet, ich kann es euch mal zeigen, um diesen Adventskalender hier. Tada, der ist beleuchtet. Also, ihr bekommt natürlich einen nagelneuen zugeschickt, ist ja klar. Ich habe den jetzt hier nur mal so hintrapiert, damit ich das dann im Video zeigen kann. Aber meine Tütchen sind schon offen. Ja, weil ich die ja fürs Video aufgemacht habe. Und da ist die Bella. Da ist die Bella. Na, komm mal her. Na, komm mal her, Bella. Ja, Bella, was ist denn? Ach, Bella. Hm? Bist du eine Feine? Bist du eine Feine? Okay, meine Lieben. Also, dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter. Und, oh, hast du dich verschluckt? Hast du dich verschluckt? Was ist los? Der Liam war beim Friseur. Komm mal her. Ja, komm mal her. Komm mal her. Wir haben die Locken abgeschnitten. Die Löckchen sind ein bisschen abgekommen. Was machst du? Okay, meine Lieben. Also, dann schauen wir mal, was wir jetzt heute noch so machen. Ich habe jetzt meinen Pullover angezogen. Ich gehe gleich einkaufen. Dafür ziehe ich mir dann noch die Weste hier an. Hier ist mein Outfit of the day. Jawohl. Nichts Großes, ne? Hier unten drunter habe ich eben den Body an. Der ist so schön warm, hält der auf jeden Fall. Hier die Nieren, ne, damit die Mama nicht schimpft. Ich wollte euch jetzt ganz kurz noch was zeigen. Und zwar hier zu den Sachen, die ich jetzt spülen werde und dann verräume. Das ist keine bezahlte Werbung, Achtung. Aber ich wollte es euch unbedingt zeigen, weil ich die dann eben für Liams Geburtstag
verwenden werde. Da gibt es auch noch diese Motive hier und diese Teile hier oben, die sind eigentlich eher für den Sommer gedacht, damit man da kein Ungeziefer reinbekommt. Und hier kann man eben den Strohhalm reinstecken und für unten hat man dann noch so kleine Platzteilchen, ne? Da kann man dann das Glas noch drauf stellen, aber wie gesagt, das kann man ja dann weglassen. Und hier habe ich noch die Sendung mit der Maus. Kann ich euch auch noch zeigen. Und zwar sind die auch so schön. Schaut mal, wie goldig die aussehen. Und mein Rabattcode, der ist ja das ganze Jahr gültig bei Leonardo, das wisst ihr ja. Ich glaube, ich muss das auch nicht mehr dazu sagen, oder? Heidi15 nennt er sich, da bekommt ihr 15% auf das komplette Sortiment. Und das werde ich mir jetzt noch einpacken. Da bekommt nämlich neues Besteck. Eigentlich, glaube ich, kann man sich das sogar gravieren lassen bei Leonardo. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber ich fand es total süß. Ich habe es mal rausgeholt. Das sieht so aus. Goldig, oder? Gefällt mir total gut. Ja, das packe ich mir noch ein. Das verräume ich und dann kommt es zum Geburtstag wieder raus. Na, Bella? Und du liegst wieder hier rum, gell? Hm? Ich muss jetzt einkaufen. Magst du mit? Nee, ne? Hast keinen Bock. Okay, Pfote. Pfote, Bella. Pfote. Jo, ist fein. Und was machst du hier? Was machst du hier mit deinem Ballon? Hm? Wir packen jetzt die Krippe zusammen aus, ne? Wollen wir das zusammen hinstellen, dir? Machen wir das zusammen? Hast du Lust? Schau. Ich habe auch noch Schäfchen. Magst du das Schäfchen noch reinpacken? Schau. Oder das hier? Okay. So. Guck, und das kann man dann so. Ist das Christchen? Bäume noch so. Ich bin fast fertig. Da fehlen jetzt noch die Teelichter. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich das Holzteil, also das Gestell hier, vielleicht weiß lackiere. Ich weiß nicht, was meint ihr? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich finde das so, so schön. Die Krippe habe ich mir ja gewünscht und dann eben auch gegönnt. Die war leider nicht günstig, aber sowas hat man natürlich viele, viele Jahre. Und man kann das dann auch komplett anders arrangieren, also so, wie es einem eben am besten gefällt, ne? Also man könnte die Heiligen Drei Könige nach vorne setzen, nach hinten, die Tiere nach hinten, die Bäume nach vorne und so weiter. So wie es einem eben am besten gefällt. Ja, und jetzt bin ich, wie gesagt, am Überlegen, ob ich das hier weiß lackiere oder ansprühe. Mal schauen. Ich bin jetzt gerade am Koffer packen und habe noch einen kleinen Tipp für euch. Es ist für mich immer ganz hilfreich, vielleicht auch für euch. Und zwar sind das jetzt die Klamotten für den Liam, die ich mitnehmen werde. Pyjama, Hemdchen, also Unterhemden, Pullis, Hosen, Strumpfhose da und Socken. Und zwar packe ich das dann so in den großen Koffer, nehme das dann im Hotel raus und stelle es an die Seite und habe immer alles griffbereit. Weil ich hasse es, wenn man im Koffer rumwühlen muss. Das ist, finde ich, die Höchststrafe. Und diese Teile hier, die habe ich ja sowieso im Schrank stehen, diese Aufbewahrungsteile von IKEA. Und deshalb mache ich das immer so. Vielleicht ist es ja auch für euch hilfreich. Die Tonibox, die darf auch nicht fehlen. Da brauche ich jetzt noch das Ladekabel. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich habe eine neue Folge von Bibi Blocksberg runtergeladen. Die sind im Moment nämlich im Angebot. Da gibt es verschiedene Folgen für 3,99 Euro in der Audiothek. Bei Meine Tonis finde ich sehr, sehr cool. Und die alten Folgen, die auf dem jeweiligen Toni sind, die gehen nicht verloren. Also ganz, ganz wichtig. Und ja, man spart einen Haufen Geld. Vielleicht auch zum Nikolaus für euch als kleinen Tipp. Da kann ich euch den Link auch gerne mal unten in die Infobox reinsetzen. Da müsst ihr nicht lange danach suchen. Keine Sorge, ich bekomme dafür kein Geld, dass ich euch diesen Tipp jetzt hier genannt habe. Aber ich finde das, wie gesagt, sehr, sehr praktisch. Vielleicht eben auch was für euch. Die kommt also auch noch mit und ich mache jetzt hier mal weiter. Bin jetzt mal fertig, gehe zum Einkaufen. Koffer stehen bereit. Wir fahren nämlich nach Nürnberg
zu einer Weiterbildung. Ich weiß nicht, ob ich euch ein bisschen mitnehmen soll. Also jetzt nicht zur Weiterbildung. Ich glaube, das wird ein bisschen langweilig. sondern ja, so ein bisschen in der Innenstadt soll es ganz schön sein in Nürnberg. Ich habe gerade Wortfindungsstörung, ich merke es. Waschmaschine läuft noch. Ich bringe jetzt dann alles runter. Wische hier nochmal die Böden. Und verlasse das Haus ordentlich, denn es gibt für mich nichts Schlimmeres. Wie wenn ich nach Hause komme und dann erstmal hier... Na, es wird sowieso chaotisch sein, weil die Jungs ja hier bleiben. Bella bleibt auch da. Da ist sie. Und ja, wir bleiben aber nicht lange weg. So, also gut. Dann mache ich Waschküche, Koffer einkaufen. Warum halte ich die Kamera so? Und ja, ich weiß jetzt nicht, was noch so passiert in diesem Video. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit Nürnberg noch anhängen soll oder ob ich mich jetzt hier verabschieden soll. Ich weiß es nicht. Ihr werdet es aber dann sehen. Und falls ich das Video beende, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Kleiner Eindruck vom Geburtstag. Ich konnte, wie gesagt, leider nicht so viel mitfilmen. Das ist halt auch immer ein bisschen schwierig, wenn man natürlich Gäste hat. Und ja, da ist sie. Und da herrscht auch noch das Chaos. Da sind nämlich auch noch ein paar Sachen vom Gewinnspiel angekommen, von Nintendo vor allen Dingen. Bella, was ist denn? Was heißt denn? Okay, also ich muss mich beeilen. Und dann würde ich sagen, bleibt mir alle gesund, ne? Falls wir uns jetzt nicht mehr sehen. Bis dann.